Halligalli ihr Meerschweinchen. Jo, heute mal für mich sehr ungewöhnliches Video. Nicht mein erster Schmerzenaufruf. Ihr wisst ja, ich bin im Tierschutz sehr stark unterwegs. Aber heute möchte ich das mal für einen Menschen tun. Für Elida. Elida ist 10 Jahre alt, leidet seit 4 Jahren an Leukämie. Alle Therapien schlagen fehl bis jetzt, inklusive einer Knochenmarkspende, die sie erhalten hat. Und die einzige Chance, die sie noch hat, ist eine Therapie, die ist in Deutschland noch nicht zugelassen. Und deswegen muss sie dafür in die USA fahren, also fliegen, ja. Und ja, es wird auch von der Krankenkasse nicht übernommen. Das ist sehr, sehr teuer. Kostet, wie viel waren das? Ein Dollar, ein Euro, weiß ich nicht. Ist ja egal, wie das ein Dollar ist. Jedenfalls sollten doch für diese Aktion 500.000 Euro zusammenkommen. Ja. Und das ist sehr viel Geld. Und ich glaube, mir kann er da ein bisschen helfen. Also ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Und warum hab ich's gemacht? Ja, wo ich doch eigentlich wirklich nur Tierschützer bin und immer sage, ich bin nicht so der Menschenfreund. Also in keinster Weise heißt, dass ich Menschenfreund bin, aber im Vergleich, ja, meine Tierliebe ist eben sehr, sehr, sehr viel größer als meine Menschenliebe. Das ist ganz einfach. Dieses Mädchen, 10 Jahre alt, wie gesagt, seit 4 Jahren, also mit 6 Jahren, ist sie an Leukämie erkrankt. Hat so viel Mut, so viel Kraft. Sie hat damals vor 4 Jahren ein Video gemacht und zur Knochenmarkspende aufgerufen. Ja? 25.000 Leute, möglicherweise mehr, haben sich, also erwiesenermaßen, ich sage ja möglicherweise mehr, durch ihren Aufruf typisieren lassen, also in die Knochenmarkspender-Datei aufnehmen lassen. Und mindestens 40, auch hier natürlich, möglicherweise mehr, mindestens 40 Leuten konnte dadurch das Leben gerettet werden. Wenn ihr Elida anseht, ich verlinke euch da was in die Videobeschreibung, sowohl das Video, wie ich darauf aufmerksam geworden bin, von Mr. Trashpack ist das, als auch das Originalvideo, das dann wiederum Mr. Trashpack aufmerksam gemacht hat. Das ist von Sally's Welt. Also mit Originalvideo meine ich jetzt nicht das 4 Jahre alte Video, das leider damals gemacht hat. Das kann ich nicht, ich weiß gar nicht, könnte ich jetzt gar nicht verlinken, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also ihr findet da in der Videobeschreibung sehr tolle Videos, auch ein Interview mit ihrem Vater, wie er nun mal die ganze Sache erklärt.
Ja? Und das Mädel, es strahlt so viel Hoffnung aus, so viel Kraft, so viel Power, ja? Dieses Video, das ich ihr, also das von Sally, das ich eben gerade als Originalvideo bezeichnet habe, ihr wisst, was ich meine. Ich habe das auch kommentiert. Sally, beziehungsweise es war ihr Freund oder Mann, was weiß ich, Murat heißt der, glaube ich. Gruß an euch beide, übrigens, Sally und Murat, falls ihr das sehen solltet. Wahrscheinlich nicht, aber es ist trotzdem Gruß an euch. Ich finde die Aktion krass. Jedenfalls sagt er, oder hat er darum gebeten, man könnte doch in die Kommentare vielleicht Gruß an die Leider hinterlassen und einfach ihr Kraft geben und ich auch kommentiert. Und nicht um irgendwie rumzuschleimen oder sonst was, sondern ihr wisst, wenn ich was mache, wenn ich was mache, mache ich es von Herzen. Wenn ich was mache, dann mache ich es von Herzen und bin immer ehrlich und die von euch, die schon länger dabei sind, wissen das. Ich habe geschrieben, sie ist ein Engel, sie ist eine wahre Heldin, weil sie eben in so einer Weil sie in so einer schlimmen Situation ist und es trotzdem schafft, so vielen anderen Leuten so vielen anderen Leuten so viel Kraft, Mut und Hoffnung zu geben, dass. Also, ich muss dazu sagen, ich bin zurzeit sehr nah am Wasser gebaut. Sonntag ist der liebste, ist mir der liebste Mensch auf der Welt gestorben. Also ich bin sowieso ziemlich am Heulen. Ja, die war 90. Ja. Nur um klarzustellen, ich möchte mich jetzt nicht als indirektes Leukämieopfer hassen. Nee, das hat damit nichts zu tun. Aber als ich gestern die Videos gesehen habe von, wie gesagt, von Mr. Flashback und auch von Sally dann, ne? Ich habe so geflennt. Ich habe das erste Mal in meinem Leben, seit ich, ja doch, ich habe Schulzeiten, habe ich mal was für Kriegsopfer gespendet. Im Jugoslawienkrieg, aber das ist 20 Jahre her oder so. Und seitdem habe ich das erste Mal wieder bei einer Angelegenheit von einem Menschen gespürt, ich will da was machen. Ja? Ich spende noch hin, versprochen. Ja? Ich habe gesagt, Entschuldigung, mehr Ukraine. Ich habe zwar gesagt, ich habe schon, aber ich bin gerade krank. Ich konnte heute noch nicht auf die Bank und ich habe auch meine Karte nicht da, seit ich im Krankenhaus war. Die ist bei meinen Eltern. Aber ich sehe die nächsten Tage und dann werde ich das machen.
Ja, das ist hundertprozentig, das ist nicht eventuell macht gewesen. Ich bin immer ehrlich zu euch und ich sage, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich mache es. Ja? Das ist ein Versprechen. Ein Versprechen, das ich ihr leider gebe. Ne? Und wenn ich meine Versprechen breche, dann soll ich mir das Knick brechen oder was weiß ich. Ich weiß, das ist mein Ja? Ich habe nur vorhin gesagt, ich habe mitgemacht, weil möglicherweise, wenn du dieses Video siehst, habe ich längst gemacht. Ich weiß nicht, wann du das Video siehst und vor allem will ich ja nicht, dass es auf die lange Bank geschoben wird. Ja? Und sich vielleicht ein paar von euch denken, oh ja, ich mach mit. Aber Tommy hat es auch noch nicht gemacht. Lassen wir mal noch Zeit und dann wird es vielleicht vergessen. Oder selbst wenn es nicht vergessen wird, ja, wie viel Zeit haben wir noch, Elijah zu helfen? Ist ja nicht so, dass es eine Sache ist, die sich ohne Einschränkungen, also ohne Zeitbegrenzung aufschieben lässt. Ja? Und zum Schluss möchte ich mich auch noch mal kurz an Elida wenden. Die wird dieses Video wahrscheinlich nicht sehen, aber es ist mir egal. Also, es ist mir nicht egal. Also, ihr wisst, was ich meine. Ich will jetzt keine Werbung für dieses Video oder sowas machen. Sondern für den Fall, dass es sieht, ja. Leider, ich habe zu dir gesagt, du bist eine wahre Heldin, ne? Das ist nach wie vor mein Ernst. Ja? Dass du so viele Leute Mut, Kraft und Hoffnung dir bekannst. In deiner wirklich sehr, sehr schlimmen Situation. Das ist echt bewundernswert. Ich meine es wirklich ernst. Ja? Ich habe auch in meinem Kommentar, und den ich dir gestern geschrieben habe, und das alles Video gesagt, dass ich spätestens heute ein Video dazu hochlade. Und hey, siehst, gelogen habe ich nicht, ne? Ja. Ich wünsche dir wirklich so verdammt, also so sehr, sehr, sehr viel Glück und Erfolg und ich wünsche mir richtig sehr, sehr, dass du wieder gesund wirst und dass du wieder in die Schule gehen kannst, dass du wieder Freunde hast, dass du wieder dein Leben und deine Kindheit genießen kannst. Ja, ich wirklich, ich hab's fertig gemacht, ich werde dir helfen und ich hoffe, unter meinen Leuten gibt es auch so Leute, also unter den Leuten, die dieses Video sehen, dass ich ihr wirklich auch noch mal mehr bewirken kann, was ich, also dir zu helfen, würde mich riesig freuen. Und hey, mehr schafft es. Alle zusammen hier, Sally, Mr. Trashpack, alle, die dir geholfen haben, und ich, und auch die, die dir noch helfen werden, zum Beispiel die, die dieses Video gerade sehen, mehr schafft es, Mann, weil wenn es wirklich, wenn es jemand okay, ja klar, es haben alle verdient, ja. Es haben alle verdient. Niemand hat es verdient, irgendwie so eine schlimme Krankheit zu haben. Ja? Alle haben es verdient, gesund zu werden, aber du ganz besonders. Ja? Du wirklich ganz, ganz besonders. Und jetzt nochmal an euch. Ich verlinke euch, wie gesagt, die drei Videos in die Videobeschreibung. Einmal von Mr. Trashpack, einmal von und dann die zwei Videos von Sally. Einmal dieses erste Video dazu. Und dann auch noch das Video mit dem Interview von ihrem Vater. Und natürlich die Homepage mit der Spender. Bankverbindung oder wie man das nennt. Der Spenderadresse, so. Ihr wisst, was ich meine.
Ich würde mich wirklich ernsthaft riesig freuen, wenn ihr da auch mitmacht. Und ich sage jetzt nochmal Tschüss und bis dann.